Ein herzliches Willkommen zu einem Part von Let's Fun! Hey Day! Heute eine neue Party am Stissel und wir spielen das Mystery Derby. Und der neue Farmpass hat gestartet. Season Nummer 4 ist am Start und es gibt natürlich wieder sehr viele Belohnungen, was mich sehr freut. Und ich habe ja auch schon die erste eingesammelt. Deswegen kann ich ja gerade auch zweimal drehen. Gestern nämlich schon die ersten Tagesaufgaben erledigt. Und ja, meine Wochenaufgaben sind ein bisschen scheiße. Aber sonst geht's eigentlich. Wir nehmen jetzt auch die erste Mystery-Aufgabe an. Ihr kennt mich ja, ich bin so ein richtiger Pechpilz. Aber ich hoffe mal, dass ich diesmal mehr Glück haben werde. Deswegen gucken wir mal. Eine Aufgabe hängt hier und... Oh, nö. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Muss ich Rosé ausschalten. Rosé, stopp. Stelle ich die nochmal aus. Ich glaube, ich muss die einfach auf Null stellen jetzt. Ist ja blöd. Ach Mann, diese Kackaufgabe. Ja, okay, dann war das. Wird das nur Tiere, von denen sie etwas sammeln muss. Und jetzt trotzdem alles auf Null stellen, das ist ja richtig blöd. Obwohl ich kurz mal gucken möchte, wie es aussehen würde, wenn die eins füttert. Das dann zählt oder nicht? Wäre natürlich OP, wenn die... Okay, es zählt nicht. Das ist das Problem. Rosé, bitte nicht füttern. Aber zum Glück hat die genug Futter gemacht, dass ich die jetzt füttern kann. Ich bin schon ewig nicht mehr gefüttert. Farmpass viel erreicht. Oh yeah. Sehr schön. Ja, muss ich jetzt eigentlich ganz viel Hühnerfutter machen und dann die Hühner immer füttern. Also hätte schlimmer kommen können. Aber naja, Rosé will ich eigentlich nicht unbedingt abstellen. 188 Mal. Ist ja auch nicht, ja, nicht mal eben, ne? Aber wenn ich alle Tiere gefüttert habe, sind es eigentlich 75. Hier werden es jetzt 74 sein, weil ich hier eins verschwendet habe wegen dem Test. Aber trotzdem, passt schon. Ach ja, feiert ihr das Mystery Derby? Spielt ihr überhaupt mit? Wie ist es für euch? Ja, mal gucken, wie wir hier vorankommen. Ich denke mal, es wird gleich wieder im Video einen kleinen Cut geben und einen kleinen Sprung nach vorne machen werden. Aber so läuft es eigentlich ganz gut. Ich mag das übrigens, wenn nur ein Tier so ein Hut auf hat. Genau, wir sind jetzt bei 74. Wie ich mir gedacht habe. 900 Karotten habe ich, aber das ist noch vom Blütenderby. Habe ich einige Karottenaufgaben gemacht. Auch sehr viel Speck, aber das ist natürlich dank Rosé. Milch habe ich auch viel. Dank Rosé. Aber nichtsdestotrotz macht sie immer meine Sojabohnen leer. Das kann nicht so weitergehen. Tja, ich weiß nicht, ob die jetzt Schweinefutter macht oder. Warum macht die Ziegenfutter? Mit Beschleunigen, so eine Kacke. Beschleunige ich auch, weil ich brauche Kuhfutter. 5. Jetzt macht die Hühnerfutter dahinter. Was ist denn mit der? Oh Mann. Also eine Futteraufgabe mit der am Start, das ist schlimm. Finde ich auch blöd, dass Heyday da nicht macht. Dass auch gefütterte Tiere von ihr als für die Aufgabe zählen. Auch wenn man dann quasi nichts machen muss. Aber besser, als wenn man dann so einen Struggle hat, die so umzustellen, dass die nichts macht. Weil die produziert ja trotzdem Futter, die macht ja trotzdem alles. Oder ich bin einfach zu dumm, die einzustellen, das kann auch sein. Aber das ist einfach nur Chaos mit der. Einfach nur Chaos. Ich sag's euch, macht's Teeblätter. Heute mal Anti-Weizen-Farming hier. Alles, was viel, viel länger dauert. Warum sind die eigentlich lila? Ich habe, glaube ich, mein Feld noch nicht hingestellt vom Level Up, oder? Kann das sein? Ja, habe ich noch gar nicht. Schau dir das mal an. War zu teuer. Die eine Münze, die konnte ich mir nicht aus dem Ärmel leiern. Wisst ihr, ich bin so ein Sparfuchs. Und das war mir auch zu viel. Gehen wir mal frei. Machen Inserate in den Kabuff hier. Und fertig. Farmpass erreicht, jawohl. Sehr schön. Was können wir denn hier schon mal einsammeln? Damit warten wir noch. Ja, Derby-Aufgabe brauche ich nicht. Hier, das mit den Gebäuden kann ich auf jeden Fall schon mal frei machen. Ich will ja wieder ein Video am Ende der Season machen mit allen Belohnungen. Deswegen sammle ich nur das ein, was... Ja, was ich brauche. Das brauche ich. Das ist eigentlich nicht. Ja, guck mal, ich habe
10-mal Enten fangen. Wie dumm ist das denn? So eine Scheißaufgabe. Ich mach nie Federn. Ja, ich habe Bäckerei genommen, weil Molkerei ist ja ein Nest am Start. Und ja, in der Bäckerei brauche ich den weiteren Platz auf jeden Fall. Weil Ernest macht ja sowieso die ganze Zeit immer was. Was hätte ich noch gehabt? Als Auswahl? Ah, Eismaschine. Ja gut, Eismaschine. Das war so scheiße, dass ich schon wieder vergessen habe. War anscheinend nicht so wichtig. Okay, kümmern wir uns mal eben um die Enten. Was ist da los? Also eigentlich möchte ich... Ach, geh doch aufs Boot! Oh Mann. Ja, komm, machen wir nochmal 6 Enten. Eigentlich überhaupt nicht so mein Ding, aber... Naja. Ja, der kam schon immer so aus. Kommt mir irgendwie so komplett anders vor, irgendwie. Ich brauche gar keine mehr, ne? 6 hätten gereicht. Naja, egal. Immer noch besser als Hummerschwänze, weil Hummerschwänze dauern noch länger. Bin ich eigentlich ganz froh. Ganz froh drüber, dass es so jetzt ist. Und ja. Also die Ach so, deswegen. Dreifach Crops Event. Das ist ja sowieso scheiße. Wenn immer kacke Events sind, dann vergesse ich die meistens schon immer. Verdränge ich die aus meinem Kopf und versuche da gar nicht dran zu denken, weil die mich dann nur aufregen. Deswegen merke ich mir meistens dann nicht die Events. Ja, das Doppel-XP-Event am letzten Wochenende habe ich leider nicht gespielt. Das habe ich mit meiner Projektfarm gespielt ein bisschen. Aber mit der Farm habe ich mal ausgesetzt. Brauchte einfach. Also ich wollte eigentlich spielen, aber irgendwie brauchte ich trotzdem auch eine Pause. Ich habe, ja gut, also was heißt nicht gespielt? Ich habe LKWs abgeschickt, aber jetzt nicht Tausende. Vielleicht so 200 oder so, mehr nicht. Obwohl es eigentlich auch schon viel ist, ja, ich weiß, aber ihr kennt mich. Wenn ich sage, ich spiele es, dann spiele ich es auch richtig. Und nicht so wischiwaschi nebenbei. Mit Knack und so. Kennt mich da ja. Die Aufgabe ist jetzt tatsächlich echt blöd. Also ich werde gleich hier einen kleinen Cut machen und dann werden wir die nächste Aufgabe annehmen, wenn ich die dann fertig habe hier. Und wir dann ein bisschen weiter spielen können, beziehungsweise ein paar mehr Aufgaben hier im Part haben. Sollte jetzt nicht nur die eine Aufgabe sein, sondern ein bisschen wenig. Würde auch gehen, aber nein. Wir möchten ein bisschen mehr vom Mystery Derby sehen. Wir möchten die pure Glückseligkeit hier finden beim Mystery Derby. Ihr wisst ja, ich bin mit dem Heiligenschein gesegnet und bekomme immer die besten Aufgaben. Deswegen mache ich auch direkt alle Maschinen voll, damit ich da auf keinen Fall erwischt werde, was Pech angeht. Und ja, ich bin einfach gespannt, was es gleich für Aufgaben gibt. Am geilsten wäre natürlich, wenn wir das ganze Derby im Part schaffen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber es ist trotzdem möglich. Tja. Ich will eigentlich gar nicht alle Maschinen machen, oder? Soll ich alle Maschinen machen? Also Kerzenmacher auf keinen Fall. Der bleibt aus. Für immer. Der wird nie wieder angeschaltet. Aber die anderen? Hm, weiß nicht. Ist eigentlich ganz gut, dass ich Teeblätter angebaut habe. Aber wenn die dann später fertig sind, dann kann ich die dann gut ernten. Und er macht dann halt durch das Doppel-Crops-Event, oder dreifach eher gesagt, mehr Gewinn dadurch. Okay, dann gibt es jetzt einen kleinen Cut. Wir sehen uns mit der nächsten Aufgabe, würde ich sagen. Die Aufgaben mache ich dann gleich auch wieder weiter. Yo, was kriegen wir als nächste Aufgabe? Da sind wir wieder zurück hier am Stissel. Oh ja, ich habe in der Zeit nur Tiere gefüttert. Und ich hatte mich noch gewundert, warum Rose immer noch weiter produziert, deswegen habe ich sie... Also sie hat immer noch Futter ja zwischendurch produziert, ich weiß nicht, ob man sieht, deswegen habe ich dann noch auf den ganz rechten Haken geändert, damit die auch kein Futter mehr produziert. Das habe ich fälschlicherweise falsch eingestellt. Und jetzt sind die letzten Hühner ready und dann nehmen wir die nächste Mystery-Aufgabe. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir da bekommen werden. Ich hoffe mal, wir bekommen was Gutes. Ich fütter jetzt einfach alle Hühner, ist egal. Wenn jetzt nochmal eine Fütteraufgabe kommt, dann... Muss ich halt 6 Hühner mehr füttern, ist auch nicht Wurst. Ja, okay. Und ich hoffe, dass ich Rosé wieder anmachen kann dann. Und das nicht vergesse. Das wäre natürlich auch ein Ding.
einfach wieder zu vergessen, das wäre so ein typischer Ich-Moment. Okay, links, also oben rechts, oben links. Hm, ja, ich nehme mal hier rechts mittig. Komm schon, please! Oh. Ja. Da bin ich einfach nur sprachlos. Da bin ich einfach nur... Ich weiß gar nicht, wie sprachlos ich sein kann, dass ich einfach nur sprachlos bin. Einfach nur pff. Einfach nur pff. Also, ach man. Ich glaube, der Pechpilz, Moment, oder der Pechpilz-Pokal, der geht wieder an mich in diesem Derby. Ich glaube, das wird nicht gut weitergehen. Gucken wir uns mal die anderen Aufgaben an. Das geht noch. Ja, das ist ein bisschen blöd. Geht auch noch. Boah, weniger füttern als ich, Frechheit. 15 Kupfer sind ein bisschen blöd. Ja, 75 Milch ist scheiße, okay. Hm, ja super. Toffee, ne, Honigtoast. Naja, aber er war schon in der richtigen Richtung. Ach, ist das doch blöd. Tja, dann werde ich wohl jetzt die 18 produzieren und dann sehen wir uns da wieder. Oh, ich werde ausgelacht. Mann. Oh Mann, ey. Es ist einfach ein Trauerspiel. Ich muss jetzt auch immer noch genug Honig einsammeln, obwohl ich könnte auch einfach einmal Honig mit Tom holen. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Eier habe ich ja jetzt genug, jetzt habe ich ja die vierte Aufgabe abgeschlossen. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich bin einfach sprachlos. Da gibt es glaube ich nicht viel zu sagen. Ich muss auf jeden Fall. Zum Glück habe ich schon Brot produziert, als wenn ich es geahnt hätte. Als wenn ich es auch geahnt hätte, ich habe da ein paar Maschinen extra freigelassen. Ja, gut. Deswegen bin ich nicht dabei. Also, weiß nicht. Man regt sich in dem Moment auf, aber... Ja, also irgendwie ist das auch schon... Nee, lustig. Das ist... Nee. Okay, es ist nur scheiße. Ja, ich hätte vielleicht auch nicht mitmachen sollen. Daran ist nichts gut. Daran ist einfach gar nichts gut. Ist einfach nur dumm. Was soll man machen? Oh Mann, ey. 18 mal Honigtoast. 50 Minuten mal 18 sind einige Minuten. Weiß gar nicht. Warte mal, 18 Stunden minus 180 Minuten sind 15 Stunden. Also ungefähr 15 Stunden. Habe ich richtig gerechnet, oder? 18 mal eine Stunde sind 18 Stunden. 10 weniger, 10 mal 18, 180, 3 Stunden, ja, 15 Stunden. Oh Mann. 15 Stunden. Oh, ist das scheiße. Ja, vielleicht beschleunige ich etwas. Mal sehen. Mal sehen. Ja, dann mache ich jetzt hier wieder einen Cut. Wir sehen uns bei der nächsten Aufgabe. Das ist einfach. Einfach traurig. Scheiße. So, da wären wir wieder. Ja, endlich ist diese Scheißaufgabe endlich abgeschlossen. Also noch nicht, ich werde das letzte Ding jetzt beschleunigen hier. Und ich habe Rosé nicht vergessen, ich habe die wieder richtig eingestellt, bevor ihr euch über mich lustig macht. Ne, die habe ich wieder eingestellt. Und ja, zwei Mystery-Aufgaben hängen, da wir gerade mit rechts kein Glück hatten, nehmen wir jetzt links. Also drückt mir die Daumen, ich weiß, ihr hofft das Schlechteste für mich, aber ich hoffe das Beste für mich. Und was kriegen wir? 3, 2, 1... Ernsthaft? Wollt ihr mich komplett verarschen? Oha! Wie scheiße ist das denn? Ich habe gerade noch die heiße Schokolade eingesammelt, die ich fertig gemacht habe. Ohne Witz, ich habe die gerade eingesammelt. Mal abgesehen davon ist das andere auch nicht gerade viel besser. Oh, ich habe Kürbiskuchen gemacht, das ist gut. Das ist Zufall und gut. Ach Mann. Ich heule weiter. Ich hasse dieses Derby.
Ich weiß gar nicht, warum ich da noch mitspiele immer. Ich krieg nur auf die Fresse. Boah, wie lange dauert das? Stunde 40? Geh weg. Ich sehe nichts. Stunde 40. Das dauert am längsten. Oha, wie lange dauert das? Nicht alles. Ach man, das ist total doof. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Warum kriege ich so beschissene Aufgaben? Ich bin echt mit dem Pechpilz Gott, glaube ich, eins irgendwie. Da bin ich, glaube ich, mit gesegnet. Übrigens sind meine Teeblätter geerntet worden schon. So lange ist das schon her. Und die habe ich auch geerntet. Ja, habe ich auch gerade gesagt. Und ja, ja hier, ich mache hier schon extra Toffee, wie ihr seht. Für eine eventuelle Toffee-Aufgabe. Ja, Pechpilz am Start. Oh ja. Der Pechpilzmeister. Tja, ich würde sagen, dann gibt es wieder einen kleinen Cut. Und wir warten, bis die Aufgabe fertig ist. Diesmal werde ich nicht beschleunigen. 7 mal. 16 heiße Schokolade. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt nochmal 8. Dann brauche ich noch ein paar Kakaobohnen. Ich kann hier schon mal ernten. Und dann kann ich die dann nachträglich reinschieben. Vielleicht, wenn Kürbiskuchen und heiße Schokolade fertig sind, beschleunige ich dann die letzten. Aber ich denke mal nicht. Ich meine, ist ja noch Zeit bis zum Ende des Derbys. Tja. Dann mache ich die Aufgabe fertig. Aber wir können eigentlich auch noch ein paar LKWs abschicken in der Zeit. Wollte ich sowieso noch machen. Obwohl ich eigentlich noch ein paar Materialien behalten wollte. Ich habe extra schon das Schiff aufbewahrt, weil ich dachte, wenn ein Schiff kommt, dann bin ich so richtig smart und habe schon das erste. Und naja, so viel dazu. Er hat das Teil gar nicht gespielt. Das nächste beginnt jetzt auch irgendwann. Ja. Okay. Ja, ich mache die Aufgabe fertig. Bis gleich. Ach ja, und bevor der Cut kommt, ich habe gerade mal so die Aufgaben durchgeguckt. Und ich will ja nichts sagen, aber Lilly hat hier eine schöne Toffee-Aufgabe. Für alle, die es nicht wissen, ich hatte mal Mystery Derby gespielt, das ist glaube ich schon 2-3 Jahre her, da gibt es auch ein Video zu. Und ich habe nur Gelee-Bohnen im Süßigkeitenautomat gehabt und habe diese Aufgabe bekommen, Mystery Derby. Und habe einfach geschrien. Und ja, deswegen ist sie so bekannt unter den Leuten, die mich schon länger gucken. Auf jeden Fall Mystery Derby immer ein Genuss. Lilly, viel Spaß mit der Aufgabe. Geil. Da wären wir wieder, Leute. Und die Aufgabe ist abgeschlossen, so gut wie. Ohne Beschleunigen, ohne irgendwas. So, ich sammle jetzt auch genau so ein. Das... ja, ich noch ein bisschen was da liegen habe. Falls jetzt nochmal so eine Aufgabe kommt. Ich hoffe, wir haben jetzt mehr Glück. Da hoffe ich jetzt wirklich einfach mal sehr drauf. Drückt mir die Daumen. Ich weiß, das macht ihr nicht. Aber drückt sie mir trotzdem. Das ist ja auch nicht schlimm. Okay, aktuell noch Erster. Das bleibt so. So, wir hatten mit rechts kein Glück, wir hatten mit links kein Glück. Deswegen nehmen wir jetzt die Mitte. Die mittlere Mitte. Was ist da los? Ach nö. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich den 7-mal habe. Boah. Das weiß ich jetzt echt nicht. Das müssen wir jetzt nachgucken. 7-mal den Hampelmann. Also ich habe auf jeden Fall Leute hier stehen. Aber ich weiß nicht, welche genau. Den habe ich bestimmt nicht hier stehen. Oh doch. 3-mal. Ist aber ein bisschen wenig. Leider. Was ist der weit unten? Ich bin dann 2-mal jetzt so fertig. Einmal muss er jetzt noch in Kurbad. Hier sind noch keine gekommen gerade. Das ist ein bisschen unpraktisch. Müssen wir gleich mal persönlich in den Zug gucken. Okay, ja, machen wir das jetzt.
Ah, brauche ich Zitrone, wir müssen gleich holen. Okay, wir haben 3, wir brauchen noch 4. 2 Plätze habe ich. Das heißt, ich muss noch 2 weitere bedienen. Okay, dann holen wir uns 7 Stück. Ich hoffe mal, wir haben oft genug den Hampelmann hierbei. Okay, 3-mal, das ist gut. Schon sehr gut. Nur noch 1-mal. Dann wäre ich. Also, ist. Oh jawohl. Das ist schon viel mehr, als ich gerechnet habe damit. Oh, mein Deutsch schon wieder. Mein Deutsch ist ja schon wieder hier on point, muss ich sagen. Okay, wir haben jetzt 4. Die habe ich auch noch weggeschickt. Gucken wir mal, ob vielleicht noch ein 5. dabei ist. So einen so auf Nummer sicher, falls ich irgendwas nicht habe oder so. Okay. Was sagt Greg? Greg Meister? Okay, die Afro-Tante. Egal, holen wir uns einfach die Afro-Tante. Ich hoffe einfach, dass ich nicht noch eine persönliche Zuchtaufgabe bekomme. Ah, 6 kann ich nur holen, okay. Ja, auch gut. Ja, die beschleunige ich aber jetzt. Da wollte ich jetzt nicht warten. Ich habe keinen mehr im Kurbad. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach nee, da ist auch noch Pension. Ach nö, das sind noch richtig viele Diamanten dann. 3, 4, okay, wir haben alle. Die werde ich nicht beschleunigen, die beiden. Aber die, damit wir. Und da wir ein bisschen weitermachen können. Oh, 6 Dias, wie teuer. Okay, einen noch, komm. Der Run, jawoll. Oh, Decke, das ist gut. Gibt noch mal viel Deko. Deko, ja moin. XP. Wir sind ja nicht ganz unten. Ich muss das leider so machen, weil ich will die anderen ja noch aufbewahren. Okay, die Mitte, die, also bei den Mystery-Aufgaben war auf jeden Fall schon mal besser als rechts oder links. Deswegen werden wir jetzt nochmal Mitte nehmen. Und ich hoffe einfach jetzt auf eine, bitte mal eine gute Aufgabe. Die war jetzt, okay, machbar, jetzt weil ich die Stadt so halbwegs vorbereitet habe. Aber komm, ach, die anderen habe ich nicht bedient, egal, machen wir gleich. Besucheraufgabe abgeschlossen. Oh yeah. Boah, wir haben die Hälfte erst. Noch nicht mal. Okay. 3, 2, 1. Komm, gib mir was Gutes. Nee. Nee. Nein. 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 Das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Das ist doch einfach zum Kotzen. Obwohl füttern. Nee. Ey, was. Boah. Oha. Ey, also da weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Dann mal 4, bin ich bei 30, 8 bei 45, 12 Stunden. Das ist doch unfassbar behindert. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich mache die Aufgabe fertig, wir sehen uns dann gleich wieder. Ach ja, ein kleiner Funfact wieder. David, viel Spaß mit der Toffee-Aufgabe. Geil. Oh, herrlich. Ja, so, man leidet schon sehr, aber lustig ist es auch. Das muss man sagen. Da wären wir wieder. Und wir haben es jetzt endlich soweit. Wir haben die Scheißaufgabe endlich geschafft. Oh ja. Hat die gerade gefüttert oder was? Oh Mann. Okay, ich hoffe, wir bekommen jetzt eine bessere Aufgabe. Ey, das Derby, das raubt mir den letzten Nerv. Ich sag's euch, wo ist die? Will die wieder anschalten. Rosé, da unten ist er. Da unten geistert so rum. So, und Speck wieder hoch. Speck habe ich jetzt eh geerntet. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt keine Fütteraufgabe sonst irgendwas kommt. Da pokern wir jetzt einfach mal drauf. Was bekommen wir als nächste Aufgabe? So, auf was setzt ihr? Also mit anderen Farmen, wo ich jetzt auch das Derby spiele, habe ich Glück gehabt, aber mit der ersten Farm überhaupt nicht. Wir müssen noch 5 Aufgaben machen. Wir nehmen jetzt die goldene Mitte, würde ich sagen. Alles auf diese Aufgabe. 3, 2,
1. Komm schon! Oh, nö. Ich habe anderen Smoothie gemacht. Das ist nicht okay. Überhaupt nicht okay. Brauche ich jetzt Äpfel oder was? Ich habe jetzt gar nicht geguckt, genau. Ach Mann, ey. 10-mal grüner Smoothie. Das ist... Ja, das ist... Ja. Der Schorn ist auch voll. So, 10. Ach, meine Scheune ist voll. Scheiße. Was mache ich denn hier? Kann ich was verkaufen? Oh, Tom kauft schon bei mir. Das ist schon Exitus. Speck habe ich viel. Was ein Wunder. Nach der Aufgabe wundert mich das nicht so. Ja, 2 reichen ja erstmal. Ja. Wunderbar, würde ich sagen, oder? Dann habe ich denn Zeit für die Aufgabe. 1 Tag, 6 Stunden. Oh, das ist lang. Tja. Schöne Aufgabe. Ach Mann, ich verfluche es. Ich mache die Aufgabe fertig. Da sind wir wieder. Ja, Smoothie-Aufgabe ist fertig. Und ich bin gespannt, was wir jetzt für eine Aufgabe bekommen. Ach, kann ich bitte mal Glück haben? Also wir haben unten, oben oder oben rechts. Ich glaube, wir nehmen... Komm, wir nehmen unten die goldene Mitte. 3, 2, 1. Okay, LKWs. Ja, endlich mal. Endlich mal was Gescheites. Das ist schön. Das freut mich sehr. Dann schicken wir die jetzt auch ganz schnell ab. Puh, endlich mal eine gute Aufgabe, ey. Danach noch 3 Stück. Oh, war ja. 3 Stück werden sich aber auch noch ziehen. Weil ich gerade, ob ich das hier ein bisschen schreien soll oder ob ich einfach laufen lassen soll. Weil ich kann ja halt nichts machen in der Zeit, weil... Wenn ich danach wieder eine Produktionsaufgabe bekomme, dann habe ich wieder die Arschkarte gezogen. Das ist dann wieder nicht so cool. Also wenn ich jetzt was quasi die Gebäude fertig machen würde oder hier ernten würde, dass dann wieder irgendeine Scheißaufgabe kommt, das ist natürlich immer die Gefahr dabei. Kirschen brauche ich auch. Kann ja schon mal sammeln. Sehr gut. Und ja, da sind ja auch nur 22 LKWs. Das geht ja noch. Mir fällt das jetzt hier ein bisschen schnipseln. Hätte ich gerade ernsthaft den falschen Knopf gedrückt, oder? Oh Mann. Egal. Jetzt ist diese Hilfe jetzt weg? Nee, ne? Wenn man sie, ich weiß gar nicht, ob wenn man die Hilfe macht, ob die dann wieder zurückkommt. Hm. Naja, egal. Ja, ist aber auch so ein großer Button um Hilfe bitten, ne? Will man ja. Da schon wieder! Ich hab da gar nicht drauf geklickt. Aber es ist weg. Ich hab da nicht drauf geklickt. Ey, was ist das? Guck mal, ich klicke auf den LKW. Oha, wie weit unten muss man denn da klicken? Heftig. Ey, oha, ich hab grad ganz unten geklickt, ohne Scheiß. Boah. Wenn ich am PC wäre, würde ich euch einen Mauszeiger zeigen, aber bin ich leider nicht. Das ist ja voll Beschiss. Voll im Weg der Knopf. Und hier ist der nicht. Ja gut, weil das wahrscheinlich die andere Hilfe war, ne? Noch 7 Stück. So, der letzte LKW. Und dann nehmen wir die nächste Aufgabe. Also, jetzt hatten wir das erste Mal, würde ich sagen, Glück. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch dabei. Okay, was ist die nächste Aufgabe? Okay, füttern. Füttern als erste Aufgabe würde ich jetzt nicht unbedingt als Glück bezeichnen, weil, ja, es dauert halt lange. Okay, rechts oder links? Wie geht das nochmal? AOS aus? Das ist scheißegal, wir nehmen einfach rechts. Okay, 3, 2, 1, komm schon, Glück, bitte. Tja. Glück ist was anderes. Mal gucken, wie viel ich fertig habe.
4. Hier ist in Ordnung, eine gute Zahl. Na super. Zwei, das ist gut. Bitte, komm schon, einen nur noch, mindestens. Ach, Greg, bitte. Nein! Es fehlt mir ein Muskelmeister. Okay, eigentlich zwei, aber... Scheiße. Das ist jetzt echt blöd. Ja, da müssen wir warten. Bis wir da welche Leute rausgestellt haben. Ach ja, das Mystery Derby, was soll ich dazu sagen? Es ist einfach ein Traum. Einfach ein Träumchen. Guck mal, das ist leer. Das ist cool. Wie fast in jedem Gebäude nur ein einziger sitzt. Auch nicht schlecht. Oh, ein Souvenirladen ist aber heiß begehrt. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Und ich hoffe, dass ich die schnell bekomme. Ach man, so schnelle Aufgaben sind glaube ich nicht so mein Ding. LKW ist einzige Glücksaufgabe, danach noch zwei Aufgaben. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es ist soweit, meine Freunde. Wir haben alle... Ja, Muskelmenschen ready. Und wir gehen zur nächsten Aufgabe. Wow. Ah, ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwann mal ein Mystery Derby in einem Video mache, aber das ist das allererste. Und wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Yay. Und jetzt bitte. Bitte. Was Gutes, please. Okay, links, Mitte oder rechts? Komm, wir nehmen wieder die goldene Mitte. Damit hatten wir eben ein bisschen mehr Glück. 3, 2, 1, let's go! Oh, Bergbau! Wuhu! Zum Glück habe ich Mitte genommen. Geiler Shit. Endlich mal was Gutes. Ich habe den Derby-Gott gerade auf meiner Seite. Wir müssen schnell machen, direkt die nächste holen. Also ich glaube mit... Also jetzt haben wir links oder rechts. Also mit links hatte ich, glaube ich, weniger Pech, oder? Weiß jetzt gar nicht mehr genau. Fehlt jetzt noch 16. Okay. Jawohl. Bam. So, und jetzt kommt die allerletzte. Links oder rechts? Ja, was nehmen wir? Ich glaube, mit links hat die mehr Pech. Komm, wir nehmen rechts. So, let's go. Tausendmal draufklicken. 3, 2, 1. Und die letzte Überraschungsaufgabe ist... Angeln. Angeln? Einfach angeln. Der Entensalon ist voll was. Ey, einfach angeln. Komm, ich mach nochmal 6. Bin gerade im Flow, was Enten angeht. Okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet mit Angeln. Ich weiß auch gar nicht. Also es, jetzt als letzte Aufgabe ist es chillig, weil ich habe jetzt gar keinen Stress mehr, weil Zeit bis Ende Derby ist und so. Ja. Ich würde sagen, ich angle mal eben den Bums und guck mal, wo wir sind. So, einmal durchgeangelt. Wir haben 51 Kilo. Müssen wir jetzt auf die Angelplätze warten. Und dann... haben wir das Derby abgeschlossen. Nice. Wir haben Angeln fertig. Jawohl, ich bin gerade noch am Enden reinschmeißen. Ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell fertig ist. Aber wir haben es fertig. Endlich diese scheiß Aufgabe und dieses scheiß Derby endlich abgeschlossen.
Oh Mann, war das ein Struggle, sag ich dann nur. Wir sind eindeutig Erster. Sehr gut. Ja, wir sind gut Erster. Nice, Derby abgeschlossen. Hier nochmal meine Aufgaben. Es war echt ein grauenhaftes Derby. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr für Aufgaben hattet. Also ich bin echt durchgedreht. 188 Tiere für den 18 Honigtoast. Korbaufgabe, die richtig beschissen ist. 7 Zappelmänner, 56 Speck, 10 grüne Smoothies. LKW ist okay. 8 Kraftprotze. Bergbau auch voll okay. Und dann nochmal angeln. Also ich bin, ja, weiß auch nicht, einfach nur geschockt. Leute, das war Let's Fun Heyday mit einem kompletten Überraschungsderby. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und wie halt das Derby bei euch gelaufen ist. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein und ciao. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.